Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, es gibt ja so MarktbegleiterInnen, die man hin und wieder mal sieht, dann freut man sich, dann sagt man, man muss mal einen Kaffee trinken, man muss mal miteinander sprechen. Und ihr habt wahrscheinlich alle Menschen im Kopf, die ihr jetzt sozusagen vor Augen habt. Bei mir ist das zum Beispiel Agnes Koller. Viele von euch werden sie vielleicht kennen. Sie ist bei Best Recruiters unterwegs. Die Studie, die auch gerade just wieder rausgekommen ist für die deutschen Ergebnisse, ist da Studienleiterin. Und macht das schon seit einiger Zeit. Und ich freue mich, dass sie heute da ist und wir über die aktuelle Best Recruiters-Studie sprechen können. Herzlich willkommen, Agnes. Ja, vielen Dank für die Einladung, Gero. Ich freue mich wie Bolle, glaube ich. Sagt man bei euch, bei uns sagt man wie ein Schnitzel. Also ich bin super happy, dass wir uns in dem Format jetzt austauschen. Ja, freut mich auch. Es ist auch kaum zu glauben, du bist das erste Mal tatsächlich im Saatkorn-Podcast, obwohl wir uns schon echt lang kennen. Ja, aber vielleicht holst du die Hörer einmal ab und die HörerInnen, wie du eigentlich bei Best Recruiters gelandet bist. Wie kam das? Ja, das war eigentlich eine total lustige Geschichte. Ich bin seit 10 Jahren jetzt Studienleiterin und damals war so dieses Thema Active Sourcing noch weit nicht so in aller Munde, wie es das jetzt ist. Und genau so bin ich aber zur Studie gekommen. Und zwar über eine andere, die vielen von euch wahrscheinlich was sagt, nämlich über die Julia Hauska, mit der ich zusammengearbeitet habe und die mich eines schönen Tages angerufen hat und gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, Studienleiterin von Best Recruiters zu werden? Hattest du denn vorher schon was mit Recruiting oder mit der ganzen HR-Szene am Hut, oder? Ja, ich war im operativen HR schon länger tätig, das hat mich immer wieder mal so begleitet und auch im Marketing und im Branding und insofern, ich hatte lang so das Gefühl, ja, du hast keinen roten Faden im Lebenslauf und du machst da irgendwie ein bisschen dies und ein bisschen das und so dieses Angebot war dann, hey, das verbindet eigentlich irgendwie alles, was ich bis jetzt gemacht habe und das ist super cool. Und deswegen habe ich jetzt auch zuerst gesagt, du und weißt eh, ich habe da Prinzipien und ich muss immer mal drüber schlafen, wenn ich so ein Angebot habe und schauen wir mal. Naja, und dann irgendwie 5 Minuten später habe ich sie doch angerufen und gesagt, okay, schlafen nicht notwendig, ich habe voll Lust drauf, lass uns das machen und so kam's. Sehr cool und das seit 10 Jahren schon. Das ist natürlich für eine Studie, aber auch für das, was ihr untersucht, das Recruiting-Feld, ja eine lange Zeit, da hat sich ganz schön viel getan, finde ich. Bin ja auch schon seit der Zeit auch schon ein bisschen länger in dem Markt und kriege ja die Veränderungen mit. Und das spiegelt sich ja auch sicherlich in eurer Studie wieder. Wenn du jetzt so auf die letzten 10 Jahre schaust, was sind für dich so die 2, 3 größten Turning Points, wo du sagst, da hat sich jetzt wirklich was verändert? Ja, es ist, insofern bin ich total dankbar der gesamten Bubble, dass sie sich so rasant entwickelt hat, weil sonst wäre es ziemlich langweilig gewesen, 10 Jahre irgendwo das Gleiche zu untersuchen. Nur so zum Einordnen, wir schauen uns jetzt 326 Kriterien pro Arbeitgeber an und zu Beginn der Studie 2010 waren es gerade mal um die 50. Also das spiegelt für mich immer wieder mal so wider, was sich da alles getan hat. So die größten Entwicklungen. Am Anfang mussten wir darüber diskutieren mit den Arbeitgebern. Also dieses Social Media, ich glaube, das wird sich fürs Recruiting nicht durchsetzen. Und was soll ich da? Und also wirklich nein, MitarbeiterInnen zu Wort kommen lassen. Nein, 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 das machen wir nicht. Und ja, auch Benefits in Stellenanzeigen, das gab es nicht. Das brauchte man nicht. Ja. Und jetzt sind wir bei fast flächendeckend irgendwo bei 94%. Also das hat sich schon stark gewandelt. Ja, ich erlebe das auch so. Ne? Also die Themenvielfalt wird größer, die Datenorientierung wird größer, die Bandbreite wird auch größer. Weil das Interessante ist ja, dass in diesem ganzen Recruiting-Kontext eigentlich von Print
über digitale Stellenanzeigen, über Karrierenetzwerke, über Jobboards, bis hin jetzt zu den ganzen KI-Themen, ja alles drin ist. Und das Interessante ist, das, was vor 20 Jahren da war, ist auch nicht gänzlich verschwunden. Das hat eine andere Bedeutung bekommen, ne? Also man kann schon sagen, dass der Job insgesamt deutlich technologischer geworden ist, deutlich umfangreicher geworden ist. Und es ist auch natürlich dadurch, dass Kandidatenmärkte sich verändern, Stichwort demografischer Wandel, die Haltungsfrage, wie ich eigentlich über einen Arbeitgeber oder mehr noch ein Berufsbild oder eine Stelle rede, ganz entscheidend ist, ne? Also ich muss es verkaufen inzwischen halt auch. Absolut, absolut. Ich glaube, was gleichzeitig aber auch, es ist so ein bisschen dann der alte Wein in neuen Schläuchen vielleicht, was halt mit all dieser Technologisierung, Digitalisierung immer wichtiger wird, ist der persönliche Kontakt, dieser Beziehungsaufbau, wie wir ihn so schön nennen. Und das ist zum Beispiel was, das hat sich gar nicht geändert. Also von Basic Human Decency bis hin zu, ich kann mit einem Menschen sprechen, ich bekomme ein Feedback, ich kann jemanden anrufen. Das ist was, das wird in meinen Augen auch nicht weggehen. Das glaube ich auch. Also man kann ja manchmal das Gefühl haben, dass durch die Technologisierung die Bedeutung kleiner wird. Ich glaube, ja, ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Also die Technologisierung ermöglicht es ja eigentlich, wenn es gescheit angegangen wird, dass Zeit freigesetzt wird, die man eben qualitativ besser, hochwertiger nutzen kann, ne, im Idealfall. Naja, spannend. Auf jeden Fall ganz viel Veränderung. Jetzt macht ihr die Studie natürlich schon eine ganze Zeit, aber für die wenigen, die jetzt vielleicht sagen, ja, Best Recruiters, ja, habe ich vielleicht schon mal gehört, sagt doch vielleicht nochmal, also ihr seid im 12. Jahrgang in Deutschland unterwegs, ne, ganz aktuell rausgekommen für die Jahre 23 und 24. Gibt es den Studienbericht, den werden wir in den Shownotes auch verlinken, sodass man sich den da anschauen kann oder downloaden kann. Aber sag nochmal so ein bisschen die Bedeutung der Studie. Ihr habt ja einen Studienbeirat, wie wird die publiziert, wen habt ihr befragt, dass man so ein bisschen die Grundlagen nochmal kennenlernt. Genau, sehr gern. Und zwar schlüpfen wir in die Rolle von KandidatInnen. Wir haben ein wissenschaftliches Team, das bei uns die Erhebung macht. Also das heißt, wir befragen auch nicht klassisch, sondern wir schauen uns tatsächlich an, was erleben potenzielle KandidatInnen so auf ihrer Journey über Karriereseite, Stellenanzeigen. Wir verschicken tatsächlich auch Bewerbungen an jeden Arbeitgeber und schauen uns an, was kommt zurück. So Schlagwort Ghosting ist ja jetzt auch ganz viel in der Bubble unterwegs. Und ja, wir schauen uns da 10 Kategorien an, 326 Kriterien insgesamt, wobei da natürlich viel auch an Auswahlmöglichkeiten angeboten wird. Also das heißt, wir schauen gerade bei der Karriereseite schon drauf, dass eine Wahlmöglichkeit besteht, was halt einfach gut zur Employer Brand passt. Erzähle ich bei der Unternehmenskultur was über mein Team, über mein Leadership, Zugang, über Fehlerkultur, über ESG, also das bildet die Studie alles ab. Und ja, dann gibt es zum Schluss ein Feedback und natürlich eine coole Bestandsaufnahme, gerade was so Trends anbelangt. Viele reden drüber, wer macht es tatsächlich, und das Ganze eben im deutschsprachigen Raum bei über 1200 Arbeitgebern jedes Jahr. Der Kriterienkatalog wird natürlich, du hast den Beirat angesprochen, wird natürlich jedes Jahr evaluiert, gespart. Was ist mittlerweile Grundvoraussetzung, was kann raus, was kommt neu dazu, was sind neue Trends, wo man einfach auch wissen will, wie schaut es genau aus. Und ja, das Ganze gibt dann einfach eine coole Bestandsaufnahme, wo liegen meine Stärken, wo habe ich Potenzial, wo muss ich gegenüber dem Mitbewerb aufholen, wo kann ich mich auch positionieren, was macht keiner, wo kann ich halt so richtig nochmal punkten. Und das ist super spannend. Und du hast ja eben gesagt, wir fragen eigentlich die KandidatInnen, da setzen wir an. Wie groß ist da sozusagen euer Setting? Also wie viele Leute befragt ihr da?
Wir befragen selber gar nicht, ja. Sondern wir haben natürlich, und das ist auch ein sehr spannender Teil des Jobs, wir machen natürlich eine Bestandsaufnahme des Marktes. Es gibt sehr viele Befragungen von Kandidatinnen am Markt, die schauen wir uns alle an, die lassen wir natürlich einfließen. Plus schauen uns natürlich an, was sieht auch unser wissenschaftlicher Beirat jetzt aus der Akademie, was kommt aus unserem Kundenaustausch nochmal, was kommt aus persönlichen Gesprächen. Und ich unterrichte ja auch selber, darf unterrichten, macht mir auch sehr viel Spaß an der Fachhochschule im Burgenland, gehe da natürlich in den Austausch mit den Studierenden und das alles fließt irgendwo ein, um diese Themen dann quantifizierbar auch zu machen. Das heißt, dass ihr also einen Kriterienkatalog habt, der sich so entwickelt, wie du es gerade geschildert hast, und den ihr dann quasi abprüft. Genau. Da kommt Alright. Dann das wissenschaftliche Team zum Einsatz und die schauen sich das dann eben bei über 1200 Arbeitgebern an, spielen das durch. Das heißt, die schauen im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, die gehen auf die Karriereseite, schauen sich zum Beispiel an, wenn mich die Unternehmenskultur interessiert, was finde ich dazu? Jetzt, das ist zum Beispiel einer der Schwerpunkte. Es war lange sehr, gerade diese Kulturthematik, sehr auf der Metaebene, sehr generisch, sehr verallgemeinert. Und jetzt sehen wir aber so langsam eine Entwicklung hin in Richtung Storytelling, in Richtung exemplarische Vorstellung von Menschen, die zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit, du hast das angesprochen, dann auch erleben und das Ganze irgendwo greifbarer machen. Also sie schauen sich das an, dann schauen sie sich eine Stellenanzeige an, welche Informationen finde ich dort, dann bewerben sie sich, schauen sich auch an, wie mühsam ist das, wie wenig mühsam ist das, was für Hürden treffen mich da so, und dann wird geschaut, was kommt auf die Bewerbungen zurück. Und das ist halt, das ist ziemlich cool, weil da sieht man dann, wie die Identifikation stattfindet. Also wir schauen natürlich auch immer wieder, dass wir reale KandidatInnen finden, die halt wirklich auf Jobsuche sind, die wir dann unterstützen können durch den Unterlagenversand. Das müssen wir natürlich, damit wir 1200 Arbeitgeber abdecken können, mit Avataren ergänzen, weil wir könnten einfach nicht sicherstellen, dass wir da auch die richtigen Profile finden. Aber man sieht dann trotzdem, also das Leben richtig mit, ja, wenn man dann sieht, hey, ich habe eine Einladung bekommen, voll cool. mal so eine Seitenfrage, wenn ihr das jährlicher macht, mit einer großen Anzahl wahrscheinlich von Menschen, die sich da durchpflügen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sind darüber schon mal Einstellungen erfolgt? So als Nebenaspekt? Absolut, ja? Absolut, ja. Ja. Also das ist dann natürlich ganz besonders erfüllend, wenn man da, das ist ja nicht unser Business, also wir machen ja nicht Vermittlung, das muss man auch wichtig dazu sagen, sondern das ist dann halt einfach eine Win-Win-Situation zum Beispiel. Aber ich kann mich erinnern, ich habe eine persönliche Erinnerung mit jemandem, der schon sehr erfahren war und gesagt hat, hey, ich suche irgendwie, ich habe noch ein paar Jahre und ich suche was Neues, aber irgendwie ist es ein schwieriges Feld und jeder sieht mein Alter und denkt sich, ja, pff. Und dann haben wir damals die Idee geboren, machen wir doch ein Bewerbungsvideo, weil du bist so ein cooler Typ und du kommst so gut rüber und lass uns das doch mal versuchen. Und es hat tatsächlich geklappt und er hat einen Job gefunden, der ihm halt noch echt Spaß macht, und das ist ein unglaubliches Gefühl. Na cool, das ist natürlich jetzt nur ein Nebenaspekt, aber die Frage lag so auf der Hand, dass ich dachte, ich stelle sie gerade einfach mal. Okay, was ich mich frage ist so ein bisschen, bevor wir dann so vielleicht auf die Ergebnisse ein wenig eingehen, ist Karriere-Website an sich, das Konstrukt verändert sich ja eigentlich auch. Ne? Also für mich waren die Karriere-Websites früher immer klassisch aufgebaut. Schüler, Studierende, Absolventen, Professionals. So nach dem Motto, so du kommst jetzt auf die Website, jetzt suchst du dir mal raus, zu welcher Zielgruppe von uns du gehörst. Ja. Und dann such mal weiter, vielleicht findest du ja irgendwas. Und das ist natürlich, wenn man das so erzählt, merkt man schon, das ist Schnee von gestern. In den Märkten, in denen wir vielfach schon sind, Kandidatenmärkten, muss man es ja eigentlich umgekehrt machen. Also man muss ja wirklich bei den Bedürfnissen der Zielgruppe
ansetzen und vielleicht hat man gar nicht mehr die ganzheitliche Karriere-Webseite, sondern eher eine berufsbildbezogene Webseite, wo halt alle Informationen für eine bestimmte Zielgruppe oder noch spezifischer für ein bestimmtes Berufsbild drauf sind. Nehmt ihr diesen Wandel auch wahr? Absolut. Also wir sehen, es freut mich persönlich auch sehr, wir sehen, dass immer stärker mit Landingpages gearbeitet wird. So wie du sagst, die Candidate Journey an sich ist komplexer geworden, auch die Anzahl der Kanäle ist komplexer geworden und ich muss natürlich irgendwo schauen, das ist für mich immer noch, das tut mir in der Seele weh, wenn ich zum Beispiel eine coole Kampagne irgendwo auf Social Media sehe und dann habe ich eine Verlinkung, die auf einer Startseite irgendwo vergrundelt und du hast so viel verloren und das ist schon auch eine Tendenz, die wir sehen, dass dieses zielgruppenspezifische Arbeiten in den ganz unterschiedlichen Kandidatinnengruppen, die wir ja haben, weil wir haben das Lebensphasenmanagement, wir haben die Ausbildung, wir haben das Alter, wir haben also den Erfahrungslevel da gibt natürlich die Technik auch immer mehr her, das irgendwo abzuholen und gewisse Dinge schon auszuspielen, je nachdem, wer da auf die Seite kommt. Und das finde ich unglaublich spannend, auch das beobachten zu dürfen. Nämlich auch, dass jetzt Zielgruppen aufkommen, die früher noch überhaupt nicht im Fokus waren, wie zum Beispiel, hey, QuereinsteigerInnen, es entsteht irgendwo aus der Not heraus, wenn ich meine Stelle nicht mehr besetzen kann, dann muss ich ein bisschen über den Tellerrand denken. Und das finde ich super cool. Ich habe unlängst eine Landingpage gesehen speziell für Frauen. Finde ich auch total cool, wenn das ein Thema ist im Unternehmen, wenn ich merke, aha, ich muss da was tun. Ich habe da unterschiedliche Bedürfnisse und ich hole die ab. Super. So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Ja, lass uns mal ein bisschen auf die Ergebnisse schauen. Also wir müssen jetzt nicht, über einzelne Namen reden. Ihr habt ein Ranking, eine Top 100 und so weiter. Kann man alles in der Studie sehen. Mich interessiert eigentlich jetzt hier für den Podcast eher inhaltlicher Natur. Was waren so die besonderen Themen, die bei euch aufgetaucht sind? Ihr habt in dem Report, der mir vorliegt, das ist so ein Kondensat, was wir eben auch verlinken werden, ein paar Themen hervorgehoben, eben Karriere-Website, Storytelling, Social Web, Online-Stellenanzeige und Bewerbungsresonanz. Vielleicht können wir einmal diese Themen so durchgehen, dass du so schlaglichtartig mal sagst, was waren eigentlich die besonderen Dinge, vielleicht auch im Vergleich zur Vergangenheit, die aufgefallen sind. Lass uns ruhig, über Karriere-Website haben wir gerade schon kurz gesprochen, also lass uns mal vielleicht beim Thema Storytelling loslegen. Absolut, also wir haben ja eine Professorin für Narrationsforschung auch bei uns im Beirat und ich wusste nicht, dass das ein eigenes Forschungsfeld ist und finde das, also sie ist auch Studiengangsleiterin im HR, also schaut sich das schon speziell im HR-Kontext an und da haben wir von ihr auch einiges noch mitbekommen und sehen, dass das, wie ich es vorher schon kurz angesprochen habe, das ist noch sehr sehr vereinzelt erst in den Seiten angekommen, obwohl, das muss ich auch dazu sagen, wir gerade in Deutschland zum Beispiel eine überdurchschnittlich hohe Professionalität in der Gestaltung von Karriere-Websites sehen, also auch so im internationalen Vergleich. Aber selbst da sind wir erst im niedrigen zweistelligen Bereich, was Storytelling jetzt betrifft. Und da muss ich auch dazu sagen, waren wir noch nicht
wahnsinnig streng in der Bewertung, also so von der Akademie her kommt ja klassisch Problem aufzeigen, dann gemeinsam Lösung etc. Und das ist aber, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit, einfach Dinge greifbar zu machen, die für einen selber, wenn man in dem Unternehmen tätig ist, total selbstverständlich sind. Was heißt Vereinbarkeit? Ja, wir sind familienfreundlich, na eh klar, ja. Aber jemand draußen hat keine Ahnung, was heißt Familienfreundlichkeit für dich, und so entstehen halt sehr schnell falsche Erwartungshaltungen. Ich find's super spannend, dass es da auch gerade, dass es da offensichtlich unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Wir sehen da in Deutschland bei Diversity, Equity, Inclusion so die stärkste Ausprägung. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daraus, dass man gerade in dem Themenbereich so ein bisschen das Thema hat, wie komme ich weg vom Lippenbekenntnis, wie zeige ich, dass mir das ernsthaft ein Anliegen ist, kein Purple Washing, exemplarische Geschichten. Und das finde ich ganz spannend, gerade auch im internationalen Vergleich, wo man dann doch sieht, okay, es ist ein anderer Schwerpunkt in Österreich, wo es zum Beispiel viel mehr um Vereinbarkeitsthematiken geht. Klar, wir haben hier auch, das sieht man dann so im Tagesgeschäft, im Tagesjournalismus, da geht es gerade sehr viel um Vereinbarkeit, also das spiegelt sich da vielleicht wieder, ja. Ja, gut, Storytelling. Also ein Feld, was durchaus sich entwickelt, aber auch deutlich ausbaufähig ist. Ne? So absolut. Kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Social Web ist ja dann so eine weitere Kategorie, die ihr euch anschaut, die eigentlich ein alter Hut ist, aber natürlich eine große Bedeutung hat. Ich glaube, was man sagen kann, ist, da gibt es speziell eine Plattform, die an der niemand vorbeikommt, LinkedIn. Genau, klassisch. So. Facebook sinkt, muss man sagen, die Bedeutung. Ist wahrscheinlich eher so ein Boomer-Portal, wo Herren älteren Alters wie ich sich anfangen wohlzufühlen. Ja, wobei wir da immer wieder, also ganz lustig, immer wieder gute Kampagnen sehen, die dann so über die Bande gehen. Gerade so auszubildenden Geschichten und so, wo man dann die ja, du hast halt Sekundärzielgruppen. Richtig. Ne? Genau. Absolut, absolut. Und wenn das dann halt gut getargetet ist, ich glaube, Targeting ist mit so das Schlagwort, das so aus dem Nähkästchen geplaudert, das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen in der Erhebung. Klar. War früher für uns viel einfacher, weil da gab es organische Posts, die konnte man erheben, das war super. Und mittlerweile müssen wir natürlich auch schauen, wie wir... Ihr braucht halt auch aus allen Zielgruppen Probanden. Absolut, absolut. Und ich freue mich ja, also gerade so diesen Qualitätsanspruch, den richten wir ja auch an uns. Also insofern schön, dass wir gechallenged werden. Ja. Was ich nur interessant finde, Facebook ist erwartbar. Ne? Also es eine Bedeutung hat, sieht man auch immer noch 55%. Abgeschlagen ist ehemals Twitter, heute X. Also absolut, für Elon Musk scheint Recruiting zumindest im deutschsprachigen Raum keinerlei Bedeutung mehr zu haben. Und das spiegelt sich ziemlich deutlich auch in eurer Erhebung wieder. Absolut. Instagram dagegen spielt eine große Rolle, hat Facebook überholt, hatte auch bei der letzten Erhebung schon Facebook überholt. TikTok, wie steht es denn um TikTok? Ja, 12%. Ist klar in Deutschland auch am stärksten jetzt so im internationalen Vergleich vertreten. Das ist halt, glaube ich, so eine gute Möglichkeit, ein bisschen freier zu agieren. Und also zu da sagen, ist noch ein bisschen Experimentierfeld. Ja, und zu sagen, okay, da brauche ich vielleicht nicht jede Freigabeschleife, die ich dann für eine Karriereseite brauche, sondern ich kann mich mal ein bisschen von einer anderen Seite zeigen. Und wichtig ist halt immer, klar, das ist auch schon ein alter Hut, es muss halt passen. Also es muss irgendwie Hand in Hand gehen. Und da sehen wir halt doch noch oft, dass es kommunikative Brüche gibt. Mhm. Allein schon, da brauche ich gar nicht einmal in Social Media rüberschwenken, sondern ich habe es bei den Landingpages angesprochen, auch innerhalb der Karriereseite. Die Portale sind mittlerweile oft so groß und dann wird irgendein Teil neu gemacht und es ist einfach... Damit der Go-Live gehalten werden kann, ist nicht mehr die Zeit, sich das im kompletten Kontext anzuschauen. Und dann hast du von Dusi-Brüchen über
wirklich bis hin zu den Botschaften, die nicht mehr ganz zueinander passen, hast du alles drinnen. Okay. Das ist, glaube ich, die große Kunst im Moment. Ehrlich gesagt glaube ich, das bleibt die große Kunst, weil natürlich die Möglichkeiten und die Technologien sich immer weiterentwickeln und kommt ja immer wieder was Neues dazu. Das heißt, das Absolut. Alles en jour zu halten, ist eigentlich eine riesengroße Herausforderung. Ne? Also die Aktualität und vor allen Dingen auch die ganzen Schnittstellen, das ist nicht so einfach. Absolut. Sorry, du wolltest noch was sagen. Nein, ich wollte nur sagen, also wir sehen das gerade in der Usability-Thematik, dass die Technik ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen ein ungeliebtes Thema. Zumindest merke ich das oft, wenn ich dann anfange, darüber zu reden, wenn die Gesichter ganz lang und dann so, kann man nicht wieder über die Slogans und über die Botschaften und über die Bilder sprechen. Nein, wir müssen auch über die Technik sprechen. Und da sehe ich ganz viel Potenzial auch drinnen. Und das fängt an bei den Seitenladezeiten, gerade im mobilen Bereich, da sind wir bei 6%, die da eine gute Ladezeit aufweisen. Und das ist nicht mal mehr nur was mir im organischen Ranking hilft, sondern das ist wirklich was der Seitenbesucher, die Seitenbesucherin merkt, beziehungsweise geht dann hin bis zu den klassischen Bewerbungsformularen, wo immer noch 40% 20 Felder oder mehr haben, die ich ausfüllen muss. Ne? Crazy. Und das sind Zeiten von Netflix, ja. Amazon und dergleichen, wo alles ruckzuck ohne Ladezeiten, ohne Wartezeiten funktioniert. Ist, glaube ich, eigentlich fast wichtiger inzwischen als das ganze Storytelling. Also man muss beides berücksichtigen, ne? Aber wenn die Technik nicht funktioniert, dann erreichst du halt mal gar nichts. Absolut. Also ich glaube, dass du dann, dass du ganz viel verlieren kannst, speziell wenn du es vorher sehr ordentlich machst und dann so einen steinigen Prozess hinten dran legst, dann denken sich alle, na super, das sind die mit den Hochglanzseiten und präsentieren sich ganz toll und hinterher muss ich 20 Felder ausfüllen. Ja, außen hui in pfui. Ja. Bewerbungsprozess. Vielleicht naheliegend, dass man das überträgt. Nicht nur auf den Prozess, sondern auf den Arbeitgeber. Wäre natürlich richtig, ja. Richtig. Das sind dann halt die Hausaufgaben. Und manchmal wäre es eigentlich total einfach. Also wir haben zum Beispiel geschaut, wo gibt's dynamische Felder in den mobilen Bewerbungsformularen. Also das heißt, ganz einfach gesprochen, du musst deine Telefonnummer angeben und du kriegst halt automatisch das richtige Tastaturlayout angezeigt, ist beim Fünftel. Also das wäre eigentlich was, das ist technisch easy zu machen. Klar, ist auch ein bisschen das ATS natürlich in der Pflicht. Ja. Also je größer das ATS wird, umso schwieriger wird es dann natürlich, das auch anzupassen. Klar, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, die Anzahl der abgefragten Felder, die kann ich schon steuern. Ja. Lass uns vielleicht einmal rüber zum Thema Online-Stellenanzeige gehen, weil ich glaube ja, dass die Online-Stellenanzeige fast mit das Wichtigste ist, was so ein Unternehmen hat, wenn es rekruten muss. Absolut. Vor allen Dingen, also du kannst über eine Stellenanzeige ja als Anzeige denken, du kannst sogar bis zu einer Landingpage denken, wo alles draufsteht. Also da sind die Grenzen ja so ein bisschen fließend. Aber was sind so die ein, zwei wichtigsten Tipps rund um die Online-Stellenanzeige, die du Personalabteilung geben kannst? Also ich bin ein riesengroßer Fan von Stellenanzeigen, vor allem von guten Stellenanzeigen. Und ich sehe es vereinzelt, dass man sich in Stellenanzeigen den Job wirklich vorstellen kann. Das ist für mich so ein bisschen das Core-Business, dass ich vielleicht ein bisschen weggehe von diesem klassischen, das ist jetzt unser Anforderungsprofil, das war bei den letzten 5 Anzeigen für diese Position genauso, sondern dass ich mir stattdessen überlege, was von diesen Anforderungen kann ich vielleicht hernehmen und in die Jobbeschreibung verpacken, kann ich vielleicht statt, du musst jetzt unbedingt kommunikativ sein, sagen, hey, es gibt ein total kommunikatives Umfeld und es wäre super schön, wenn du dich in dem kommunikativen Umfeld auch wohlfühlst, weil das einfach so von der Psychologie her was ganz was anderes macht. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema sind auch konkrete Rahmenbedingungen. Da entwickeln wir uns schon langsam hin.
wir sind jetzt noch überwiegend bei, es gibt flexible Arbeitszeiten. Ich denke, dass gerade in der Vereinbarkeitsthematik das immer stärker zum Tragen kommen wird, dass ich hier schon in der Selbstselektion unterstütze und sage, das ist unser Rahmen, der muss für dich passen, damit wir irgendwie zusammenkommen und ich stelle das nicht in Runde 3 fest und jeder hat Zeit verloren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, so für die, die da schon sehr vorbildlich unterwegs sind, das dann auch in die Stellenmarktfilter reinzuholen. Das sehen wir nämlich zum Beispiel noch ganz selten, dass ich tatsächlich filtern kann nach, ist das eine hybride oder sogar eine Remote-Stelle, beziehungsweise so bei Teilzeitoptionen. Ich habe selber ein kleines Kind, natürlich merke ich es jetzt auch oder ist mir das Thema irgendwo näher, aber Teilzeit mit 30 Stunden ist nicht gleich Teilzeit mit 15 Stunden und das irgendwo abholen zu können. Ich glaube auch, dass der Beziehungsaufbau ganz wichtig ist, Beziehungsaufbau zu HR, zu vielleicht einer Führungskraft, vielleicht einem Team. Also da sind wir bei ungefähr einem Viertel, wo ich das überhaupt irgendwie erleben kann in der Stellenanzeige und das ist unglaublich viel Potenzial. Das ist eigentlich irre, ne? Bei dem alten Thema Stellenanzeige, dass ja, da immer noch so viel Potenzial ist. Aber gut, auch die entwickelt sich weiter. In Anbetracht der Zeit, wir sind schon fast durch, leider. Mein Gott, ja. Ja, das ging so schnell jetzt, du hast viel zu erzählen. Was ist so dein Fazit oder dein Zwischenfazit? Ihr seid ja wahrscheinlich schon fast wieder in der Vorbereitung der nächsten Studie. Mittendrin, ja. Wir haben es eingangs gesagt, es hat sich verdammt viel getan. Gleichzeitig wird ja deutlich bei dem, was du sagst, auch verdammt viel Luft nach oben. Aber das ist, glaube ich, auch ein Rat Race. Also es hört nie auf eigentlich. Ne? Technologie entwickelt sich weiter, Bedürfnisse, Erwartungen entwickeln sich weiter. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum das alles so spannend ist. Aber was ist so das, was dich gerade am allermeisten beschäftigt, wenn du so mit den StudienteilnehmerInnen sprichst? Gibt es da so ein Thema, was sich rauskristallisiert? Was mich persönlich gerade beschäftigt und jetzt nicht unbedingt, weil es in aller Munde ist, sondern weil ich glaube, dass es noch sehr wenig in Auftritt der Eingang gefunden hat, ist Leadership. Das ist so der klassische Dealbreaker. Es gibt das Sprichwort, die Menschen kommen wegen des Jobs und gehen wegen der Führungskraft. Und das irgendwo abzubilden oder also mehr Führungskräfte auf die Websites, in die Stories rein eigentlich. Ja, also das beschäftigt mich gerade. Ist jetzt sicher nicht so das allerwichtigste Thema, wir waren da noch nicht bei KI und Ding, also ich möchte keinem anderen Thema irgendwo was absprechen, aber das ist was mich einfach gerade beschäftigt. Ich wollte ja auch was hören, was nicht alle sagen. Ja. Das hast du auch perfekt hinbekommen. Ja. Schön. Ich stelle fest, die Zeit war viel zu knapp, liebe Agnes. Spannende Studie. Wie gesagt, ihr findet den Link in den Shownotes und den Link zu Agnes Kollers LinkedIn-Profil packe ich direkt auch mit rein. Ich denke mal, freust dich, wenn sich Leute perfekt bei dir melden. Immer gerne. Super. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und sag einfach mal bis bald. Bis bald, lieber Gero, danke dir. Und ich freue mich auf viele neue Podcast-Folgen zum Reinhören. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt es en masse bei den Trends Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.